abgeräumt, wa? Da standen schon drei Zigeuner an dem Container und haben gewühlt. Also richtige Zigeuner. Die man nicht so ansieht. Nicht so, dass die alle mitnehmen, aber. Ich hab früher auch geguckt in der Mülltonne, sage ich ganz ehrlich. Ich fand das früher richtig gut, den Mülltonnen surfen. Gibt's doch hier, wie heißt denn das tatsächlich? Das nennen die ja richtig so im Englischen Container Diving oder so? Ja. Heißt das die so? Container oder Dumpster Diving? Oder wie nennen die denn das? Das hat doch so einen bestimmten Namen. Und im Deutschen heißt das ganz einfallsreich Containern heutzutage. Ja, Containern. Das machen die ganzen. Na hier, die ganzen Alternativen, die nicht kaufen wollen. Aber da gibt es extra, also gibt es auf YouTube sogar ohne Ende Leute, die ihre Videos reinstellen, was sie dann beim Container und alle zu finden. Was ja, also, das ist ja alles lächerlich heutzutage. Was die da finden. Ich wünschte mir, ich hätte damals schon die Möglichkeit gehabt, mit so einer kleinen Kamera das aufzuzeichnen, was damals in den Containern war. Wenn du dir das heute angucken würdest, dir würden die Augen tränen. Du würdest heulen. Was damals weggeschmissen wurde. Ja, man ja hat ja da schon nur die Sachen rausgenommen. Und die anderen, die heute auch gut sind. Damals habe ich ja noch nicht mal mitgenommen, weil ich war ja klein. Ich war 11 Jahre, 12 Jahre alt. Ich bin mit dem Bollerwagen und dem Fahrrad losgezogen. Ich konnte ja nicht alles mitnehmen. Aber wenn ich das jetzt sehen würde, ich würde wahrscheinlich genauso heulen, obwohl ich es damals schon in dem Sinne ausgenutzt habe. Ja, und damals schon ein paar Sachen mitgenommen habe. Aber ich habe das nie, also in der Art und Weise. Das ist ein Wahnsinn. Das kann man keinem mehr, das gibt es heute nicht mehr. So was kann man keinem mehr erklären. Wie das damals aussah. Diese riesen Container, diese 24 Kubik oder ich weiß nicht, was das war. Die, wo man aufmachen kann, die zwei Türen und rinlaufen kann. Voll gestopft mit Antiquitäten. Damals schon Antiquitäten. Damals schon weit über 100 Jahre alt, die Sachen. Das war den Leuten einfach egal. Das hat die nicht mehr interessiert im Osten. Die haben das da drin geschmissen, das war denen völlig egal. Die wollten eine gute neue aus dem Autokatalog oder Schwabversand oder so haben. Das hat die nicht interessiert und heute heulen sie. Wenn sie sich nicht noch daran erinnern können. Weißt du, können sie wahrscheinlich nicht daran erinnern, aber Kunst und Krempel, wenn sie heute so weit angucken, sagen sie: Ach Mensch, Gertrud, wie ist noch damals? Wahres von Wahres. Ja, genau. Ja, jawohl, bitte. Das hatten wir hoch. Wo ist denn das? Ja, Männchen, hast du 89 weggeschmissen? Ja, 89 hat er weggeschmissen. Die ganzen, oh, das muss man sich mal vorstellen, muss ja zur Nazi-Zeit oder nach der Nazi-Zeit genauso gewesen sein. Die ganzen Orden, die ich damals gefunden habe und denen ich ja noch nicht mal groß Bedeutung beigemessen habe, die habe ich ja einfach mitgenommen und dann irgendwann verschrottet, wenn Apfel und Ei. In meiner Anfangszeit, was ich heute gemacht habe. Der hat als People mitgenommen, alle. Das haben die ja beseitigt, damit die Leute dann im Westen nicht diese Stasi-Vergangenheit mitbekommen. Oder diese hoch dekorierten Sachen. Da haben die ganzen Orden lange Müll mit Verleihungsurkunden, mit alle weg. Die wollten damit nichts mehr zu tun haben. Die, ja scheiße, oh, ich war bei der Stasi. Schnell weg damit. Das waren ja Unterlagen. Das war ja Wahnsinn. Da haben die Leute ja nicht geschreddert, sondern die haben es einfach im Müll geworfen. Also es waren ja die wenigsten, die es wirklich vernichtet haben. So, die haben es ja damals ja nicht für ein Haus gebrochen, Schredder oder so. Die haben es einfach in den Müll gebracht. Die haben gesagt, damit ist es denn erledigt. Zack, fertig. Und dann ist Tommy gekommen von der Schule, bin ich regelmäßig die Tour, die ich zur Schule gelaufen bin, also bis ins Allendeviertel drin, bin ich regelmäßig alle Mülltonnen abgeklappert. Die waren ja auch nicht abgeschlossen, so weit früher. Bei uns war ja immer offen. Ja. Da habe ich immer die Papierdinger aufgemacht, aufgeschoben, habe gesehen, Urkunden, auch geil, Urkunden drin. Die ganzen Urkunden rausgenommen, ganze DDR-Zeug, alte Bücher habe ich mitgenommen. Und wenn dann so was drin war, habe ich natürlich auch in den Müll geguckt nochmal. Na, hast du gesehen, da waren Sachen drin, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Komplette Modelleisenbahnen, ein ganzer Container voll nur mit Modelleisenbahnen, wo ich dachte, wieso, warum, das ist doch teuer auch. Nicht, wollten sie nicht mehr, das neu verpackt. Ich bin echt am Verzweifeln gewesen manchmal, weil ich das, ja, so viel war, dass ich es ja nicht mit nach Hause nehmen konnte. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also heute bist du froh, wenn du auf dem Trödelmarkt mal was findest, was dich interessiert und wenn er dann nicht 500 Euro aufruft. Dafür. Naja, das ist doch so.
dann sagst du, oh danke, danke, dass ich nur so wenig bezahlen muss. 99, danke schön. Ja, das ist echt nett. Ja. Und damals hast du die Mülltonne auf, wupp, und dann hast du so ein Leuchten aus der Mülltonne, so Glanz. Hm. Silber. Ey, ja, nur Silber. Habe ich auch mal gefunden in der Mülltonne. Silber. Nicht berauschend, aber immerhin. Und ich für, oh, ich weiß nicht, 50 bis 100 Anhänger in Silber. Alle zu, die waren nicht groß, so groß. Sternzeichen-Anhänger. Aber war mindestens, also war so eine Kiste voll. 50 bis 100, alle nochmal extra verpackt. Deswegen waren es nicht so viele. Aber, hab geguckt, 925er. Da war ich ja nur die ganz Blöde damals und hab die mitgenommen. Ganz bescheuert war ich ja auch nicht. Einmal in das will ich auch nicht vergessen, meine Container-Session jetzt. Einmal in, wo waren das denn? Hirschgarten. Habe ich auch den Müll weggebracht, ganz normal. Ich war ja dran mit Müll wegbringen. Ja, ich habe immer so einen Eimer mit dir Müll weggebracht und bin manchmal mit viel mehr mit nach Hause gekommen wieder. Das, oh Gott. So wahrscheinlich, meine Mutter hat einen Krampf gekriegt. Fakt ist, ich schieb den Container da auf, will den Müll reinschmeißen und denk mir, das kannst du nicht machen, das geht ja nicht, da ist ja Blechspielzeug drin. Der Container halb voll mit Blechspielzeug. Und so einer Blechspielzeug, da habe ich das alles mitgenommen und in den Keller gestoppt. Mit meiner Mutter in die Ecken. Wir sind ganz gut raus. Geradeaus? Ja, wir müssen da weiter. Wieso ein Dittel? Ja, wir müssen da aus, geradeaus weiter. Na, aber Platz der Luftbrücke hier. Ja, aber da vorne. Ja, das ist jetzt schlecht. Ja, habe ich dir aber vorher schon gemacht. Nee, hast du nicht. Das hast du nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen geradeaus und dann hast du hier so gerade reingefahren. Jetzt kann ich wieder rausfahren. Nee, da kann man hinten schon eher. Nee, das ist zu spät. Da musst du eher ansagen. Platz der Luftbrücke ja, ist hier. Dachte, wir waren ja hier. Ja, aber Platz der Luftbrücke ist doch hier. Ja, ah, hier ist doch Platz der Luftbrücke. Aber wo ist denn nicht bitte? Genau jetzt hier. Wo ist denn bitte? Ein paar Straßen weiter. Ein paar Straßen weiter? Wisst ihr, wie weit ja, die Straßen da vorne voneinander Straßen entfernt sind? So. Da sind wir fast an der S-Bahn. Nein, das ist Platz der Luftbrücke. Nee, jetzt. Fakt ist, dass ich alles mitgenommen habe und dann alles gut verkauft habe. Also habe ich so damals so gedacht, so in meinem Glauben, so 30 Mark hier, 30 Mark da. Du aber, ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, Mann. Ist nicht schlecht, ich weiß nicht. Naja, du, also ich meine, da waren LKWs bei mit Anhänger und so in Zustand. Und jetzt hier rum. Hier wieder rum. Ja, ja, genau da. Du bist da. Unsicher. Keine Ahnung. Hier. Fakt ist, das hat sich gelohnt. Also ich kann, aber wenn man so diesen Unterschied hat, diese kleine runde Mülltonne, kennst du noch diese emaillierte kleine Mülleimer, die ich dann hingebracht habe. Und dann bin ich mit ungefähr, kann man gar nicht ausdrücken jetzt, was sind jetzt so Fahrradanhänger voll mit Blechspielzeug, bin ich dann zurückgekommen. Und wusste ja, kann ich meiner Mutter ja nicht sagen. Einfach in den Keller,